Moin! 6 Uhr in Holland. Moni ist topfit. Kann ich nicht sagen. Und wir machen uns auf an Rotterdam vorbei durch die wilden Verkehrstrennungsgebiete da Richtung Kazand oder Blankenberge. Sind wir noch nicht so ganz einig. Wollen wir mal gucken, wie der Tag läuft. Jetzt 6 Uhr ist gerade Hochwasser. Wir werden auch in die erste Zeit ein ganz klein bisschen Gegenstrom haben. Heute Morgen ist noch kein Wind. Der soll gegen Mittag irgendwie kommen, so langsam. Dann von hinten. Also schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, wie wir uns fühlen. Gefrühstückt haben wir noch nicht, weil wir erstmal los wollen. Machen wir dann aber gleich unterwegs. So, wir sind jetzt anderthalb Stunden unterwegs, 7:30 Uhr morgens auf der Nordsee. Den Haag liegt hinter uns, kann man vielleicht da noch ganz knapp erkennen. Und da taucht jetzt Rotterdam auf. Da ist die Autobahn für die großen Schiffchen. Da werden wir zwischen drüber wegfahren und zwischen in der Mitte eines Verkehrstrennungsgebietes durchfahren. Na, wird vielleicht mal spannend. Haben wir ja auch noch wirklich nie so gemacht. So, langsam kommen wir immer dichter an die Einfahrt von Rotterdam. Da ist es wie eine Autobahn für große Schiffe und die Kollegen sind echt schnell unterwegs. Wir werden uns jetzt gleich abmelden bei Mars Entrance, dass wir da drüber wegfahren wollen. Dass, falls sie da noch ein Problem mit haben oder so, wir daraus reagieren können. Aber es ist unglaublich. Man kann das leider jetzt mit dieser kleinen Kamera nicht zeigen, aber in diese Richtung, wo die herkommen und auch wo sie hinfahren, das ist wie eine Perlenkette. Du kannst da auf, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt gucken kann, aber 100 Kilometer oder 50 kannst du diese riesen Dinger schon kommen sehen. Und die sind echt schnell. So, vom Timing sind wir auch super drauf. Wir sind mit ablaufendem Wasser unterwegs und jetzt nehmen wir so richtig an Speed auf, weil das Wasser auch in unsere Richtung läuft, sodass wir möglichst schnell über die Einfahrt drüber wegkommen. Also gut getroffen. Genau auf den vorgeschriebenen Weg. So, hinter mir kann man mal einen Parkplatz sehen, der Extra-Klasse. Da liegen ein paar Millionen, die da parken. Ich schätze, lange hält Kontakt mit der Heimat. Genau. Ich muss ja wissen, wo ich bin. Genau. Alles nur für die Mädels zu Hause. Schöne Grüße. Knapp 8 Stunden Fahrt jetzt unter Motor sind wir in der Anfahrt von Blankenberge und jetzt beim Eindrehen in Richtung Hafen ist der Wind tatsächlich doch noch gekommen. Aber jetzt ziehen wir die Lappen auch nicht mehr raus.
So, so viel zu viel Film aus Häfen. Natürlich sind wir immer wieder in Häfen, logischerweise. Aber wir sind ja gestern hier in Dünkirchen angekommen. Und ja, ist irgendwie nicht unbedingt der Ort, wo man sagt, boah, hier möchte ich alt werden. Wenn man mal schaut, ich zeige euch das jetzt mal. Ich drehe mich schon mal hinter mir. Ne? Hinten seht ihr schon, diese Dinger stehen am Strand. Auf der anderen Seite ist der Strand. Und es hat so ein bisschen was von Satellitenstädten oder so. Ich weiß gar nicht, kann man nicht sagen. DDR ist es ja nicht, aber ist nichts Schönes. Wir sind gestern Abend noch mal hier kurz in den Ort gegangen, haben dann mal einen Geldautomaten gesucht. Das ist auch nicht, gar nicht so einfach. Aber entweder haben wir die falschen Ecken getroffen oder es war nichts, wo du sagst, wow, hier ist schön. Nicht, echt nicht. Also von daher geht es heute noch weiter nach Newport, immer noch in Belgien, letzter Ort, glaube ich, in Belgien. Das schaffen wir gerade so, weil wir hier erst um 2 da vorne, wo das Segelschiff gerade verschwindet, ist die Ausfahrt. Und wir haben jetzt gerade Niedrigwasser. Das sieht man hier an diesen Teilen hier. Ne? Wenn das Wasser da ist, ist es da oben. Wir sind jetzt hier unten schon ein wenig höher als normal. Also wir sind schon wieder beim Aufstieg. Um 14 Uhr ist so viel Wasser da, dass wir da hinten raus können. Und dann fahren wir nach Newport, dass wir noch ein wenig in die Richtung kommen. Ist der letzte Ort Belgien, wie gesagt. Wird wahrscheinlich auch nicht der Burner werden. Da drüben. Hey Thomas! Da drüben ist Thomas. Offline. Die Offline liegt gleich da hinten. So, warte mal, wir müssen mal eben klären, was wir machen. Ich melde mich gleich wieder. So, kurzes Gespräch über das Hafenbecken. Weil wie gesagt, der Thomas sollte gestern eigentlich hier anlegen, hier. Aber ist ja alleine unterwegs und der Wind war gestern so ungünstig, dass es natürlich für ihn schwierig war. Und dann hat er sich dort drüben hingelegt. Mit seiner Offline. Ist aber ein anderer Hafen. Hier zwischen ist die Straße. Wir können uns nicht unterhalten. Also nur hier so über das Hafenbecken hinweg. Da liegt die Azuro. Achso, was ich vergessen habe zu sagen. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage dann ist dann nicht gerade so günstig für uns. Also es wird ziemlich windig werden. Gewitter. Der Wind kommt uns genau entgegen teilweise. Wenn das so bleibt, werden wir erstmal ein paar Tage in Newport bleiben. Dünkirchen wäre auch noch eine Variante gewesen, das wäre der Ort dann, der erste Ort in Frankreich gewesen. Da ist aber das Problem, dass der Hafen nicht so schön ist. Ach, ich bin da schon mal, wie wir nach dem Boot gesucht haben, rüber mit der Fähre nach England. Das war schon nicht ansprechend da im Hafen. Und da scheint uns Newport, der letzte Hafen hier in Belgien, dann doch besser geeignet zu sein. Sieht zumindest in Google Earth und in unseren Navigationskarten besser aus. Auch die Marina. Also werden wir uns dahin aufmachen. Der Wind sollte mit uns sein. Wir kriegen ihn von hinten. Also auch für Moni. Guck mal, Moni. Moni sonnt sich gerade ein bisschen in der Sonne. Moni bessert ihren Turm auf. So, ja, sollte für Moni auch ganz gut sein beim Segeln, weil der Wind von hinten kommt und wir sozusagen auf den Wellen Richtung Newport unterwegs sind. Ist das vorne? Frei.
So, das war's. Langenberge. Eine Nacht waren wir da. Guckt euch das noch mal an. Aber nette Marina. Die Marina war gut. Der Hafenmeister war super. Aber der Ort hat gar nichts gehabt, ne? Ja. Was sagst du? Scheiße. Nicht empfehlenswert. Ja. Das einzige Dumme an der Marina, wie die letzten Male immer, das Internet hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Zumindest nicht an unserem Platz. Und finde ich in der heutigen Zeit könnte man das, ja, Moni sagt traurig. Ne? So, jetzt sind wir auf dem Weg nach Newport, wie vorhin schon mal kurz angesagt. Komplett unter Segel, der Wind kommt so ziemlich von leicht achterlicher Wind. Also so halb von hinten, achterlich heißt das, ne? Also nicht von der Seite, sondern so schräg von hinten. Der Thomas ist auch losgefahren, der ist da drüben. Mit seiner Offline. Hat sich, glaube ich, auch entschieden, er wollte eigentlich nach Dünkirchen, weil er da Gäste an Bord kriegt, aber ich glaube, wir hatten vorhin miteinander geschnackt. Der will, glaube ich, jetzt auch nach Newport. So, also, wir sind auf dem Weg. Ankunftszeit 19 Meilen, da unten steht es, ne? 3 Stunden, 13 Minuten. Sollten wir gerade so aushalten können. Geschafft. Nach irgendwie 4 Stunden oder so, habe ich gar nicht, wann sind wir los? Halb 2, halb 3, 4, 5, halb 6, also nach 4 Stunden sind wir da. War zwischendurch ganz schön rhythmisch. Der Wind hat noch ein bisschen aufgebriest. Unser Segel haben wir schon drinne. Die Hafeneinfahrt. Hafeneinfahrt ist da vorne. Moni ist schon bereit zu springen. So, bis gleich im Hafen. So, wir waren gerade essen hier im Restaurant. Da oben war super Essen, toll geschmeckt. Ja, Newport. Der Hafen macht einen ziemlich guten Eindruck. Mit dem WLAN werden wir noch mal checken. Das war ja was lange immer das Schwierigste. Da oben im Restaurant war das WLAN auf jeden Fall gut, aber das war deren WLAN. Wir gucken jetzt gleich mal, wie das Hafen-WLAN funktioniert. Hat mir das Passwort aufgeschrieben. Habe ich im Boot gelassen, da oben beim Tisch. Scheiße, so. So, ja, ansonsten, was hat es noch gegeben? Hier zeige ich euch mal was. Die Stege. Ziemlich neu, aber wie geht es? Der Fuck, sage ich. Aber ist passiert. Der Wind hat uns dagegen gedrückt, kannst nichts machen. Ist halt so. Moni ist genervt, ist aber so. Passiert mal. Kommt, Geko drauf, Farbe drüber, siehst du nicht mehr. Ist ja auch nicht die einzige Schramme, wir haben ja eh noch am Rumpf einiges zu tun. So, Moni will duschen, ist auch schon drin. Ich muss jetzt noch Strom machen, wir haben noch keinen Strom, also keinen Landstrom dran. Dringend brauchen tun wir es nicht, aber weil wir hier ein paar Tage bleiben werden, Minimum 2, ein paar Hafen-Videos wieder. Habe ich ja gesagt, kommt gar nicht mehr, aber das war Blödsinn. Wir können ja immer wieder in den Hafen rein. Nein, wir bleiben hier auf jeden Fall mal 2 Tage. Das ist so ziemlich sicher, weil das Wetter jetzt mal richtig scheiße wird. 2 Tage lang.
Wenn die Vorhersage so bleibt, gehen wir am Sonntag, verlassen wir Belgien und gehen nach Frankreich, Boulogne-sur-Mer oder wenn es bis da nicht reicht, irgendwie vorher irgendeinen Hafen, dann muss ich mir aber nochmal schlau machen, was wir da so alles machen können. Aber ansonsten bleiben wir die nächsten zwei Tage erstmal hier. Es gibt auch ein paar Sachen, die wir am Boot mal aufräumen, wieder mal ausschlafen, weil wir jetzt irgendwie immer durch diese Tide, wir müssen uns ja immer nach Ebbe und Flut richten, eigentlich die ganzen Tage immer relativ früh aufgestanden sind. Heute zwar nicht ganz so früh, weil wir der Weg nicht ganz so weit war und wir deswegen heute Nachmittag mit dem Nachmittagshochwasser auslaufen konnten und bis hierher gekommen sind. Aber ansonsten müssen wir uns halt noch immer danach richten. Ne? Und da musst du manchmal aufstehen, wenn du das gar nicht willst. Aber so. So, jetzt Finish. Es wird langsam dunkler. Der Wind hat zwar jetzt etwas nachgelassen, aber dafür fängt es an zu regnen. Ich muss jetzt Strom machen. So, moin. Newport. Heute, erster Tag hier im Hafen, immer noch windig draußen, habe ich ja gesagt, wir bleiben zwei Tage. Gestern sind wir ja in den Steg da rangedengelt. Ist ja auch wie ein Magnet, ne? Wenn so eine Stelle am Steg ist, triffst du hundertprozentig, auch wenn du es nicht willst. Aber ist nun mal passiert, aber gestern gleich noch beigegangen und hier unten schon mal ein bisschen weggemacht. Und hier, wo ist die Stelle? Da war das Löchlein. Gestern direkt weggemacht. So, hier sind die netten Nachbarn. Sehr nett, Belgier. Bisschen Verständigungsschwierigkeiten, aber läuft. Wir arbeiten dran. So, jetzt geht's erstmal ab in die Stadt. Genau das ist es, was wir gesucht haben. Hier schön in einem Kaffee sitzen. Und die Kalorien mal wieder reinhauen. Ja. Habt ihr gehört, was die dicke Moni gerade gesagt hat? Wenn die aufs Boot geht, hängt die Hütte schief. Ja, ist schon so. Ja, okay. Man kann an der Stellung des Bootes sehen, wo sie ist. Ist sie vorne, ist sie hinten, steht sie rechts oder steht sie links? Ich habe heute Morgen das Gefühl gehabt, dass du ganz schön zugenommen hast. Danke. Ja. Thomas ist auch da inzwischen. Gestern hat er nicht den richtigen Hafen gefunden, aber jetzt ist er auch da. Ja, ich hatte noch einen wichtigen Friseurtermin. Schlendern wir mal hier durchs Örtchen. Mal gucken, wie das so aussieht. Ich werde es euch zeigen. Anders wäre das die Hafenpromenade, hier ist es die Straßenbahnpromenade. Nein, mein Schatz, Wasser ist direkt dahinter. Straßenbahn, Straße und dann kommt die Hafeneinfahrt. Mach nochmal, komm, ich will das nochmal sehen. Soll ich das Hemd festhalten? Das ist total warm. Ne? Siehst du, nichts passiert. Das muss ich bei mich auch immer machen. War kurz mal. Hier das Hemd halten, damit er dann Pullover aussehen kann. Und steht da immer halb nackt. Ja. Eigentlich wundern wir uns so ein bisschen darüber. Jetzt kommt auch noch so ein Fahrradfahrer hier. Irgendwie haben die Leute hier ein anderes Kälteempfinden als wir. Wir laufen hier noch mit Jacke rum und lange Hose und so. Und die meisten sind hier schon, oder viele, nicht die meisten, aber viele schon. Kurze Hose, T-Shirt, auf dem Fahrrad. Irgendwie ist das Kälteempfinden hier ein anderes als das, was wir hier haben. Habt ihr gesehen? Moni und der Kollege, der da durchgelaufen ist. Dann meine Klingel. Endlich mal ein ordentliches Eis. Moni macht Essen. Und ich muss mich jetzt mal hinsetzen und ein paar Videos schneiden für euch. Draußen ist es eh stürmisch. Ist auch unangenehm kalt.
im Wind wohl ja hier alle mit kurzer Hose rumlaufen, aber mir ist es okay. Jetzt ein bisschen die Kuchenbude auf einer Seite zugemacht, sitze jetzt hier draußen im Cockpit, während Moni drin kocht. Mache ich jetzt mal ein paar Videos für euch. Ich nehme euch jetzt mal mit raus. Heute ist das Wetter nicht so schön. Gestern hat es ja gestürmt wie verrückt. Heute Nacht war ein bisschen Gewitter, also nicht direkt über uns. Aber ihr konntet es gut sehen. Der Wind war dann plötzlich weg. Also es ist manchmal unglaublich. Da hast du in einem Moment noch Sturm wie verrückt und im anderen ist es wupp, der Wind komplett weg. Los ist jetzt auch. Und wenn wir jetzt hier mal so in den Hafen gucken, ich zeige euch mal das Wasser. Es regnet ein bisschen und spiegelglatt. Überhaupt kein Wind. Deine Aufgabe? Was wir heute, wieso meine? Hier. Den Müll zur Müllkippe bringen, bitte. Straight on. So werde ich so missbraucht sie mich. Ne? Der Chef befiehlt und der Schärger hat zu rennen. Jawohl, so ist das im Leben. Bin noch nicht mal richtig wach und dann kommt sie schon mit solchen schwierigen Aufgaben. Ne? Der Müll ist irgendwo da hinten. Da. Wer Essen haben will, muss auch den Müll wegbringen. So ist das im Leben. Die ist doch widerlich, oder? Mädels, ihr versteht mich, ne? Wir werden mal gucken, was wir heute machen. Gestern waren wir schon mal im Ort. Da habt ihr ja schon gerade so ein paar Bildchen gesehen. Auf jeden Fall ist dieser Ort hier, dieses Newport, deutlich ansprechender als das Blankenberge. Ich meine, ich will ja nicht irgendwie was sagen. Vielleicht waren wir auch wirklich in den falschen Ecken, aber wir sind der Meinung, wir waren da im Zentrum und da war halt. Hier sieht es deutlich besser aus. So, hier sind wieder unsere netten Nachbarn hier. Sag dir nochmal deinen Namen. Genau. Anja und? Lieven. Lieven. Anja und Lieven. Und guck mal hier, ein Model. Ein echtes Model haben wir hier. Gucke mal. Hallo Schätzelein. Wir lernen immer nur Leute kennen, die tolle Hunde haben. Ne? Die uns auch mögen. Guck mal. Genießerin. Oh, oh, danke schön. So süß. Komm, so, ihr geht nach Hause? Yes. Ja. Die beiden haben übrigens das gleiche Problem, wie wir hatten mit dem Motor. You have problems with the engine? Yes, little problems, yes. For us was the same before we started. Yes, weeks ago. Woo. Ui. What was the problem? The starter engine was broken and some problems with the sail drive. We changed the rubber and I opened it and there was a screw loose inside. Inside. Big problems. Yes. Also ihr seht, die beiden fahren Boot. Wir fahren Boot. Alle haben die gleichen Probleme. Ja. So, aber schön euch kennengelernt zu haben. Hier sagt man, wie sagt man das am Deutsch? Kauf ein Boot und voilà, und wird sie tot. Ja, bei uns sagt man, es gibt zwei tolle Tage, wenn du ein Boot fährst. Ja. Den ersten Tag, wenn du es gekauft hast. Ja. Und der letzte Tag, wenn du es wieder verkauft hast. Ja. So, also wie gesagt, ganz nette Nachbarn. Wir haben es nicht geschafft, einen Wein zu trinken. Jetzt fahren sie schon wieder nach Hause. Die beiden sind einfach zu busy. Und wie gesagt, das Model kommt hier wieder. Sie haben gesagt, sie sind schon in der Zeit, ist schon für die Zeitung fotografiert worden. Also. Nach den schönen Begegnungen, Moni bleibt hartnäckig. Ich komme nicht drum rum. So, jetzt haben wir noch mal beim Hafenmeister gerade den Liegeplatz für 2 Tage verlängert. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt gehen wir mit euch noch mal in eine Stadt, ihr habt so gewollt. Ne? Moni, voll am Start. Ich weiß nicht, wer weg ist. So, gucken wir mal, was wir heute noch so sehen. Then you can start to make it better.
Hey, ja, ich ruhe zu. Hey, Jude, don't let me down. Mal locker drauf, die Jungs da hinten. Die Hütte ist voll. 1000 Leute hier am Minimum. Moni ist auch voll. Moni. Hat genau so viel aus dem Glas getrunken und ist jetzt leicht zu haben. Jetzt schon mehr davon weg als davon. So, 10 Minuten später, es läuft beim Modi. Das ist nicht mein Glas. Wir haben getauscht. Er lügt. Oh, ich schwöre. Modi ist Hacke. Schaut ihr in die Augen. Voll wie ein Amtmann. Hallo? Guck mich an. Ich bin solide. Aber Modi. Wir haben getauscht. Eigentlich ist es schon das zweite Glas. Er hat so einen Hunger. So, zurück geht's. Jetzt haben wir beide die Lampe an, haben beide den Kibbling gegessen. Unglaublich. Ein Glas Sekt. Und wir sind beide gut drauf. Alkoholentzug. Molly trinkt einfach zu wenig. Ja, wann denn? Mit wem denn? Meine Mädels sind alle zu Hause. Mit wie durchtrinken? Meine Schwester ist auch nicht da. Meine Schwägerin ist auch nicht da, mit der ich trinken könnte. Also was soll ich machen? Ja. Alleine saufen. Man könnte meinen, sie ist einsam. Genau, ich bin einsam. Wir laufen hier auf dem Fahrradweg. Ich vermisse euch alle. Was sagst du? Ich vermisse euch alle. Ne, merkt er schon selber, ne? Hier hat einen Sitz. Witzigerweise sind die dicht an den Holländern sogar. Die Polizei sieht sehr ähnlich aus und wir haben gerade Kibbling gegessen. Kibbling gibt es ja auch in Holland. Ne? Wir sind noch nicht so ganz schlüssig, ob die Sprache die gleiche ist. Also es ist zumindest sehr, sehr ähnlich. Viele Worte, die sie auch in Holland verwenden, hören wir hier auch. So, aber jetzt vielleicht wird es ja in Frankreich schöner. Ja. Frankreich. Frankreich, Frankreich. Le Baguette. De Jeannette. Ja, Moni übt schon. Couleur my hair. So, meine Lieben. Newport haben wir hinter uns. 4 Tage sind wir hier gewesen. Oder beziehungsweise drei ganze Tage. Morgen am 4. fahren wir weiter. Es soll je nach Wetterlage und wie es morgen draußen aussieht. Also ganz kann man sich ja immer nicht auf diese Wetter-App verlassen. Entweder geht es nach Gravelines, das sind so ungefähr 30 nautische Meilen, oder wir fahren direkt weiter, wenn es gut geht, weiter bis nach Boulogne-sur-Mer. Das werdet ihr sehen im nächsten Video. Hier sind wir durch. Netter Ort, Newport im Vergleich zu Blankenberge, kann man machen. Eine ganz nette Innenstadt mit älteren Häusern und so. Wer da Lust drauf hat, sich das anzugucken, ist hier nicht unbedingt verkehrt. Restaurant an Restaurant, jede Menge Fischgeschäfte. Es scheinen auch sehr beliebt zu sein, weil selbst gestern am Sonntag waren also unheimliche Schlangen vor diesen Fischgeschäften. Ich stehe jetzt hier am Hafen. Hier ist unser Arturo. Und wenn ich mich mal drehe, da hinten hinter diesen Bäumchen, wo der Kran da eventuell zu sehen ist, da ist der Ort. Man läuft 1 Kilometer ungefähr. Der Hafenmeister, bei dem kann man fürs Einkaufen für 2 Stunden Fahrrad umsonst kriegen. Der Hafen selber 32,50 die Nacht mit Strom und allem möglichen hier Duschen und so. Ist okay. Alles sehr neu hier. Die Ecke, wo wir unser Boot gedengelt haben,
haben sie mittlerweile haben sie die Ecke repariert. Na, sehen wir ja noch die Schramme da. Das kleine Loch habe ich am selben Abend da noch zugemacht. Aber na, was will man machen? Ne? Eigentlich bin ich ja selber schuld. Ich bin ja gefahren. Die Ecke war ja vorher schon da. Ich hätte so eine, na, man muss halt richtig gucken. So, das war's. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Unten aufs Abo drücken. Na, warte mal, das ist bei euch da. Und irgendwo ist hier auch so eine kleine Glocke. Wenn ihr da drauf drückt, gibt es eine kleine Nachricht. Kommentar, wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, was wir euch zeigen sollen, was ihr sehen möchtet. Was auch immer. Vielleicht machen wir auch Dinge, wo ihr sagt, boah, ey, will ich gar nicht mehr sehen. Geht mir auf die Nerven. Schreibt es uns. Wir versuchen es. Ne? Also ansonsten sehen wir uns am kommenden Sonntag 15 Uhr wieder aus Gravelines oder Boulogne-sur-Mer. 30 Meilen, 60 Meilen. Wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss. We'll be right back.